B1.5. Unter den Diagonalen AN10 hat die Diagonale A0C0 die maximale Länge. Berechnen Sie die Länge der Strecke A0C0 und den zugehörigen Wert für x. Berechnen Sie sodann den Flächeninhalt der Raute A0B0C0D0. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. So, hier haben wir jetzt schon ein Stichwort drin, nämlich man soll die maximale Länge berechnen. Jeder mit einem grafikfähigen Taschenrechner, dem würde ich empfehlen, auch hier die Funktion zu nutzen, wenn man die drin hat, Calc Maximum. Damit geht es viel schneller und man spart sich einfach deutlich an Zeit. Ich werde jetzt hier über einen anderen Rechenweg das berechnen, falls jemand diese Calc-Max-Funktion nicht hat. So, hier ist es jetzt unter den Diagonalen ANCN. Also brauchen wir erstmal wieder die Länge der Strecke ANCN. Die war ja weiter oben angegeben mit minus 0,375 x Quadrat plus 2,5x plus 5. So, halt das Quadrat nicht vergessen. Jetzt. Wir haben hier eine quadratische Gleichung und quadratische Gleichungen haben ja ein Maximum oder ein Minimum. Das erkennt man hier an dem Faktor vor dem x-Quadrat. Wenn er negativ ist, dann haben wir ein Maximum, beziehungsweise sagt die Aufgabe ja schon aus, dass es hier ein Maximum geben soll. So, das Maximum ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Scheitelpunkt einer Parabel. Das heißt, wir können ja auch hergehen und den Scheitelpunkt berechnen, weil das ist nichts anderes als die x-Koordinate, die hier bei Calc-Max rauskommt und der Wert für y. Und für den Scheitelpunkt finden wir in der Formelsammlung auch wieder eine schöne Formel dafür, nämlich über die Formel b minus b durch 2a für die x-Koordinate und minus b Quadrat durch 4a plus c für die y-Koordinate. So, jetzt müssen wir einfach wieder hergehen und für b und c und a die entsprechenden Zahlen einsetzen. Dann folgt daraus minus und jetzt für b ist immer der Faktor vor x, also 2,5, geteilt durch 2 mal a. A ist der Faktor vor x Quadrat, also minus 0,375. So, das gleiche machen wir mit einem zweiten Teil. Minus, oben haben wir jetzt b Quadrat, also 2,5 Quadrat, geteilt durch 4 mal minus 0,375 plus 5. So, jetzt können wir beide Seiten wieder in den Taschenrechner eingeben. Das schafft wieder jeder Taschenrechner. Die linke Seite vereinfacht, ergibt einen Wert von 3,33, man soll hier auf zwei Nachkommastellen runden und der rechte Wert gibt einen Wert von 9,17. So, jetzt muss man nur noch zugehörige x bzw. y dazu schreiben, damit es komplett ist. Also kann man zum Beispiel schreiben, wir haben einen T-Max mit 9,17. Für x gleich 3,33. So, das war der erste Teil der Aufgabe. Jetzt heißt es hier aber noch weiter. Berechnen Sie sodann den Flächeninhalt der Raute A0, B0, C0, D0. Also Flächeninhalt berechnen. Da schauen wir in unserer Formelsammlung nach, wie heißt die Flächenformel einer Raute. Und da finden wir dann 0,5 mal die beiden Längen. Diagonalen Längen. Die eine Diagonale kennen wir schon. Die haben die ganze Zeit immer gebraucht aus der 1.2. Die ist nämlich immer 5 Längeneinheiten lang. Ja, die BD. So, und für die AC haben wir jetzt gerade ausgerechnet, in dem Fall ist sie 9,17 Längeneinheiten lang. Ja, also hier haben wir berechnet, die Länge der Strecke A1CN, beziehungsweise das ist die Länge der Strecke A0C0, also die maximale Länge dieser Strecke hier. Also setzen wir einfach die für die Diagonale ein, lassen den Taschenrechner den Rest berechnen und dann bekommen wir einen Flächeninhalt von 22,93 Flächeneinheiten.
Und damit wären wir jetzt fertig.